Ja, ihr kennt das ja, wenn man Staubsauger kauft, muss man sich gleich einen Keller vollpacken mit Staubsaugertüten und Staubsaugerfiltern. Der Staubsauger soll 4 bis 5 Jahre alt sein. Und da habe ich jetzt immer im Internet geguckt, da bekommt man schwer was. Das sind solche Filter im Prinzip. Aber den ich brauche, der sieht genauso aus. So, da war das Teil hier oben noch drauf, also ein bisschen länger. So, das habe ich jetzt abgeschnitten. Und das Teil, wenn man das vergleicht, ja, seht ihr ja, groß und klein. So, und das passt ja natürlich dort, wo es rein soll. Also hier soll es rein. Ja, passt nicht, geht nicht. So, da kam ich jetzt mal auf eine dumme Idee, weil ich ja ein bisschen rumbastel und Langeweile habe und ja, zu viele Ideen im Kopf. Da habe ich gerade eine Eingebung bekommen und da habe ich jetzt den Filter hier unten, seht ihr ja, abgeschnitten im Prinzip. Da war hier alles verklebt mit so einem Doppelklebebandzeug. Das habe ich alles ausgepult jetzt, sauber gemacht. Und ich war selber erstaunt, dass das so funktioniert, wie ich es mir dachte. Manchmal ist es ja so, wenn man so eine Idee hat, geht es meistens nicht. Ja. Und dann mache ich jetzt im Prinzip den Deckel da drauf. Ja, da klappert nichts. Und das wird dann hier drinnen mit Sekundenkleber einfach verklebt. Das liegt richtig schön an der Kante auf, ja, wackelt nicht. Und dann gibt es hier noch, das habe ich jetzt im Bastelzimmer liegen, gibt es hier noch so eine Gummidichtung, die kommt dann hier ringsrum noch rein, die werde ich dann noch reindrücken und dann ist das perfekt. Ja. Und das Ganze kommt dann wieder, kann ich jetzt nicht, also im Prinzip, so kommt das dann rein, so sitzt das dann drin. Ja, perfekt, so. Mir ging es ja bloß darum, das Teil brauche ich ja, damit das wieder vernünftig hier drinnen hängt. So, und gibt es eben nicht einzelne solche Sachen, da muss man sich entweder einen neuen Staubsauger kaufen oder eben das passend machen mit dem Filter, ja, wie ich es habe. Also die Filter bekomme ich noch im Internet. Da habe ich auch ein bisschen falsch geguckt, weil das Maß hier oben war ja wichtig. Das andere passt alles, die Höhe passt, der Teller passt soweit. Aber das Maß hier oben habe ich mir etwas verguckt. Und ehe ich den ganzen Klimbim, das ganze Zeug wieder zurückschicke, erstmal muss ich da einpacken, dann Versandkosten wieder bezahlen, umtauschen, die Rennerei zur Post, Maske aufsetzen und das ist mir alles zu viel. Da habe ich mir überlegt, jetzt guckst du mal, was kannst du machen. Ja, und da fiel mir eben das mit dem Umbau ein. Ja, das passt perfekt. Und Sekundenkleber wisst ihr ja auch, das Zeug hält wie, ja, kriegt man kaum noch ab. Und der nächste Filter, den lasse ich dann drinnen, da gucke ich mal, wie lange der hält, wie lange der mitmacht. Ja, und dann wird er wieder ausoperiert, irgendwie, und dann wird der nächste eingeklebt. Fertig. Und so einfach ist das, und da kann man den Staubsauger wieder retten. Und das Ganze, im Prinzip, wenn das dann so verschraubt ist, so, das kommt dann hier rein, und dann kommt im Prinzip der Deckel, der kommt hier rein, und dann wird er auch noch so verschraubt, und da liegt das so ein bisschen alles drinne. Ja. So, man kann den Deckel hier aufmachen, den ganzen Dreck rausholen, man kann auch hinten den anderen Deckel aufmachen, komplett alles rausholen, sauber machen, kennt ihr ja alles. Brauche ich euch den Staubsauger jetzt nicht zu erklären, wie es funktioniert. Also zumindest hatte ich erstmal die Idee, den Staubsauger zu retten und ihn nicht wegzuschmeißen, weil der geht noch, den habe ich jetzt vor kurzem richtig sauber gemacht, alles innen, außen, ja, war nichts kaputt, läuft wie Atze. Warum soll ich den wegschmeißen? Spart man sich erstmal wieder ein bisschen Geld, hat Spaß beim Basteln, kann seine Idee, die man so im Kopf hat, verwirklichen, kann das den Leuten mal zeigen. Vielleicht ist der ein oder andere noch nicht drauf gekommen, dass man sowas machen kann oder dass es überhaupt möglich ist, sowas umzubauen und die alten Sachen zu retten. Ja, und so mache ich das immer. Ich irgendwas wegschmeiße, ja, setze ich mich hin, grübel, grübel, grübel. Und wenn das Tage dauert, bis ich irgendwann mal eine Idee habe, ja, und das fiel mir jetzt gerade so ein. Dachte, hä, ich habe die nämlich gerade bekommen, die Filter. Postmann war da, packt die aus, will die reinmachen. Ja, da habe ich erstmal geschwitzt, war enttäuscht von mir selber, dass ich zu blöd war, auf die richtigen Maße zu gucken. Aber jetzt mache ich das so. Und es macht mich wieder ein bisschen glücklich, dass das so funktioniert. Ja, dann ist alles über Paletti. Tag gerettet. So, jetzt verklebe ich das erstmal. Zeige ich euch dann mal, wenn es verklebt ist, wenn es getrocknet ist, wie das alles reinpasst, wenn es passt. Und dann könnt ihr ja mal euren Staubsauger in Arbeit nehmen und mal gucken, ob da auch so Möglichkeiten sind, das Ding umzubauen. Gut, das war es erstmal damit. Weiter geht's. Jetzt habe ich ihn verklebt. Hält wie... Und jetzt kann man den schön hier, den Ring mache ich da noch rein. Ganz trocken ist es noch nicht, wollte es euch mal schnell zeigen. Also es hält, fällt nicht ab, perfekt, dicht,
Und jetzt kann man ohne Probleme den Filter hier reindrehen. Zack, das hier rein. Ja. Und so sieht das aus. Ja, und schon ist das Gerät wieder gerettet. Von der Höhe ist es dasselbe wie im Prinzip der Filter. Muss hier oben der eine Teller, was ich euch vorhin gezeigt habe, das hier oben, das Teil, das passt hier nicht von der Größe. Das habe ich passend gemacht. Sieht aus wie gekauft. Ja, und wenn man nächstes Mal den Filter wieder wechseln möchte, dann muss ich wahrscheinlich hier mit dem Messer hier oben rein oder mit dem Schraubendreher irgendwie oder hier aushebeln. Man kann ja hier drunter fahren, hier so drunter fahren im Prinzip und das Ding dann ausbrechen irgendwie. Ja, es geht schon. Und ich denke mal, so viel Sekundenkleber ist jetzt nicht drin, dass das jetzt 1000 Jahre hält. Ja, aber irgendwie kriege ich das dann schon raus. Ist nicht das Problem. Und wenn ich es hier oben absägen muss, wieder abschneiden muss und dann so nach und nach mit der Zange irgendwie rausmachen einfach, dass wieder ein neuer Filter eingeklebt werden kann. Aber so ungefähr dachte ich mir das und ich denke mal, dass das auch so funktioniert. Also jemand, der so einen Staubsauger haben sollte, dieselben Probleme, guckt einfach im Internet, wo es eventuell so eine Art gibt von Filtern oder dass ihr das eventuell auch so passend machen könnt. Also ich bin jetzt zufrieden. Staubsauger rettet, Tag gerettet. Gibt es gleich noch ein Stück Kuchen dazu. Und dann war es das von meinem Staubsauger-Operator. Dann bis zum nächsten Mal. Schnell noch einen kleinen Test. Also im Prinzip macht man das Teil so rein. Drin ist ja alles, seht ihr ja. So rein im Prinzip. Deckel zu. Jetzt drücke ich mal drauf und ich hoffe, dass hinten nichts mehr rauskommt von dem ganzen Filter, dass irgendwas angesaugt wird, aber ich denke mal, das hält schon. So, gucken wir mal. Wird ein bisschen laut jetzt. So. Perfekt. Kann man so lassen. Schön, dass er wieder geht.